Die Belagerung von Dresden aus dem Tagebuch von E.T.A. Hoffmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sonntag, der 25. April 1813. Freiberg, Herzog Waldau. Unangenehme, ängstliche Stimmung. In Dresden angekommen. Sekonda nicht getroffen. Geldverlegenheiten. Brücke. Montag, der 26. Ausgegangen, sich ganz ermutigt. Morgenrot gefunden. Den Kutscher abgefertigt. Mittags der Herr von Leipziger. Herrliches Requiem von Hasse. Im linkschen Bade Hippel, Stegemann als geheime Staatsräte getroffen. Höchst glückliche Stimmung. Am Rande Briefe nach Leipzig. Dienstag, den 27. Vormittags sich auf den Straßen herumgetrieben. Nachmittags Logis beim linkschen Bade angesehen. Abends im linkschen Bade mit Hippel Bartholdi und mit ihnen im Engel gegessen. Ziemlich gemütliche Stimmung. Mittwoch, der 28. Angenehmer Besuch von Morgenrot, der mir Mut einflößt. Mittags an der Table d'Hôte. 5 Kürassierregimenter. Den Kaiser und den König gesehen. Nachmittags spazieren gegangen in der Stadt. Nicht ohne Besorgnisse. Ich muss wahrscheinlich nach Leipzig. Donnerstag, den 29. Dies tristis in mancherlei Sorgen verbracht. Den Gluck angefangen abzuschreiben. Vergeblicher Besuch bei Hippel. Freitag, den 30. Dito. Abends über Tische ganz unvermutet Brief aus Leipzig mit einer Remesse von 70 Reichstalern, die mich aller Sorgen entheben. Große Freude. Glückliche Stimmung. Samstag, der 1. Mai. Bei Morgenrot. Dann zu Franz Sekonda, der mich nach Leipzig schickt. Böse Nachrichten halten mich aber zurück. Herrliches Amt von Schuster gehört. Safarollis Gesang. Abends Il Matrimonio Fegreto, Bonaveri. Die Caravaglia Sandrini. Fußnote: Luigia Sandrini, geborene Caravaglia. Benelli, höchst glücklicher Abend. Sonntag, den 2. Vormittags in der Messe von Naumann, sehr poetische Stimmung. Abends im linkschen Bade, Morgenrot. Kammermusikus Schmiegel, gemütliche Bekanntschaften. Bei Conradi in höchst freundlicher Stimmung gepuncht. Kriegsangelegenheiten auf der höchsten Spitze. Montag, den 3. bis Donnerstag, den 6. Von hier an beginnen die Tage der höchsten Unruhe, der höchsten Spannung. Armeeberichte erscheinen, selbst Hippel beunruhigt über den Ausgang der Dinge und gibt mir den Rat, nur noch einige Tage zu warten. Indessen sieht man die augenscheinliche Retirade der Russen und Preußen. Bagage, Geschütz geht durch, französische Gefangene aber nur wenig. Freitag, der 7. Der Staatskanzler von Hardenberg ist fort. Hippel habe ich nicht mehr gesehen. Der Stadtkommandant ist ebenfalls fort. Die entsetzlichste Unruhe und Besorgnis. Wann werde ich denn nach Leipzig kommen? Probe von Cortez angehört und mich sehr erbaut. Samstag, den 8. Höchst unruhige Nacht. Kosaken, eine Menge Artillerie zog eilig durch. Um 11 Uhr brannte die Elbbrücke so wie die beiden Schiffsbrücken. Brennende Kähne kamen den Strom herab. Mit einem Mal der größte Tumult. Kanonendonner ganz in der Nähe. Franzosen rückten ein. Um 5 Uhr vormittags der Kaiser. Während der ganzen Zeit beständiges Schießen hinüber und herüber. Merkwürdige Augenblicke. Auf dem Stadtwall die Russen gesehen, wie sie angelegt und auf die Franzosen, welche sich auf der Brücke zeigten, schossen.
Abends spät Morgenrot bei mir, gemütliche Stimmung trotz der Misere. Nur eine Stunde vor dem Einmarsch der Franzosen ritt der König von Preußen über die Elbbrücke. Sonntag, den 9. Ziemlich ruhige Nacht. Von 4 Uhr an aber beständiges Schießen. Die Franzosen standen auf dem Turm und der Galerie der katholischen Kirche. Dicht beim Schlosstor habe ich gestanden und wäre beinahe getroffen, indem 5 bis 6 Kugeln zischend an die Mauer anprallten und zurückschlugen. Mittags um 1:30 platzte eine Granate auf dem Altmarkt und setzte alles nicht in geringen Schrecken. Abends bei Morgenrot im Tilkischen Garten, ziemlich heitere Stimmung der Unruhe unerachtet. Kanonenschüsse. Nachher hörte das Schießen auf. Übrigens ist heute ein alter Mann, der früh in die Kirche gehen wollte, schwer verwundet. Montag, den 10. Früh ausgezogen zu Madame Vetter auf den Altmarkt, wo sonst Morgenrot wohnte. Kleines Künstlerlogis, 4 Treppen hoch. An Kunz geschrieben. Die Russen haben die Neustadt verlassen. Dienstag, den 11. An Sekonda nach Leipzig und an Kunz nach Bamberg geschrieben. Heut zogen zum Brinaer, zum Wildtruffer und zum Seetor Württemberger, Franzosen, Italiener, Polen wenigstens 30.000 bis 40.000 Mann und viel Artillerie durch über die hergestellte Elbbrücke. Die Russen sollen nur 2 Stunden von hier stehen. Große Not. Kein Fleisch, kein Brot. Ängstliche Zeit. Alles ist voller Erwartung. Mit der Frau abends im Tilkischen Garten, gemütliche Stimmung unerachtet schwerer Sorgen. Die Stimmung vieler parallelisiert mit der meinigen. Leider bin ich noch immer nicht imstande, etwas Zusammenhängendes zu arbeiten. Mittwoch, den 12. Früh an der Rezension der Braunschen und Wilmschen Symphonie gearbeitet, dann in den Brühlschen Garten, nachmittags den Kaiser, den Vizekönig und so weiter auf der Brücke gesehen, wie er Kavallerie und Artillerie vorbeidefilieren ließ. Besondere Empfindungen, der König von Sachsen kam auch mit dem Geläut der Glocken und unter Kanonendonner an. Man sagt, er bleibt hier, und so werde ich am Ende doch nicht nach Leipzig dürfen. Erwartungen. Abends Morgenrot bei mir. Donnerstag, den 13. Zum ersten Mal wieder fleißig an der Rezension der Wilmschen Symphonie gearbeitet und dieselbe glücklich beendigt. Abends in der 30. Singerakademie gewesen und ein wunderschönes Miserere von Naumann gehört, welches aber nicht sonderlich exekutiert wurde. Nachher in gemütlicher Stimmung. Übrigens von allen Seiten Jammergeschrei und Elend. Mangel an Brot. Freitag, den 14. Die Rezension abgeschrieben und nebst Brief an Hertel abgeschickt. Nachher im Brühlschen Garten. Truppen über die Brücke defilieren sehen. Zweifelhafte Nachrichten von dem Glück der Franzosen. Es soll drüben nicht zum Besten stehen. Abends mit der Frau im Dühlschen Garten. Ziemlich gemütliche Stimmung, der Angst und Sorgen unerachtet. Samstag, den 15. Die Rezension der Beethovenschen Messe angefangen. Erfreuliche und doch ängstliche Nachricht, dass der linke Flügel der Franzosen geschlagen ist. Sonst dies ordinarius. Abends im Brühlschen Garten eine Menge Verwundete kamen. Sonntag, den 16. Mit Morgenrot früh im großen Garten in gemütlicher Stimmung gefrühstückt. Nachher in der Kirche eine höchst mittelmäßige Messe gehört. Abends im Dilkischen Garten, sonst vom Kriege eine Totenstille, noch keinen Brief aus Leipzig. Montag, den 17. Den ganzen Tag zu Hause und die Rezension der Beethovenschen Messe beendigt und abgeschrieben. Brief an Hertel, vorzüglich wegen Sekonda, von dem ich noch immer keine Antwort habe. Gemütliche Stimmung. Dienstag, der 18. Morgens an Hertel den Brief nebst Rezension zur Post befördert, dann sich herumgetrieben wegen Passes nach Leipzig und so weiter.
Nachmittags ist der Kaiser fort mit den Garden. Im Brühlschen Garten, im Dilkeschen Garten, abends in der Oper die Vestalin, nicht sonderlich mit der Aufführung zufrieden, schlechtes Kostüm und Dekor. Mittwoch, der 19. Heute Nachmittag erhielt ich einen Brief von Sekonda mit 20 Reichstalern in Kassenscheinen. Sogleich Anstalten zur Abreise, alles gepackt. Abends Morgenrot bei mir. Der Aufsatz Träume und Schäume mit großem Glück angefangen. Donnerstag, den 20. Um 10 Uhr fuhr ich in der gemütlichsten Stimmung mit der Postkutsche ab. Ende von Die Belagerung von Dresden, gelesen von Hokuspokus.